Dann kommen wir zum letzten Brett dieser Reihe. Das ist dieses wunderschöne Brett. Und sei es jetzt drum, es ist neu und ich bin deswegen so Fan, oder sei es vielleicht einfach, dass es das Beste ist an Grafiken, die es je unter meiner Flagge gab. Ich bin gerade sowas von begeistert. Ein Brett, was Jim Phillips wieder designt hat. Ich habe ihn angerufen wegen dem Skateboard-Museum. Ich habe gesagt, Jim, wir machen eine Ausstellung. Ich möchte gern von dir eigentlich nur ein Unikat. Skribbel mir irgendwas auf eine Seite und schick's mir. Und wir bedrucken es auf dem Brett. Und Jim hatte Zeit, hatte Lust, war sehr inspiriert. Allgemein sagte er durch mein ganzes Thema, was ich durch meine Skatezeit gezogen habe, hat gesagt, ich möchte ein Brett machen. Und ich möchte das gerne, das Pocket Pistols, das professionell machen. Und ich habe gesagt, ja, klar, das ist ja fantastisch, super Idee. Die Pocket Pistols Typen schrieben gleich zurück, wir wollen dich auf ein Team und du fährst noch und bla bla bla. Ich sage, ja, klar. Und so sozusagen reanimierter Teamfahrer, also aus dem Ruhestand wieder zurück sozusagen. Und das ist die Grafik. Besser geht es meiner Meinung nach nicht. Ja, eine Zeitmaschine, um die herum viele alte Bretter wirbeln. Also das Zeitthema, was sich durch meine ganze Karriere gezogen hat. Schön hier mit den Jahreszahlen, die hier so purzeln, aber eben auch dokumentiert dort. Ich glaube, hier ist, Jürgen wird das auch wissen, das Älteste. Dann dürfte das wahrscheinlich das Zweitälteste sein. Dann geht es hier weiter, verschiedene alte Boards und dann wird es irgendwann newschooliger. Und also das finde ich echt optimal. Also so ein Bart habe ich mir noch nicht wachsen lassen, sollte ich aufgrund der Grafik vielleicht mal langsam machen. So einen Anzug in der Art habe ich schon, eine Fliege würde ich nicht anziehen. Aber dass die Zeitmaschine dann auch ein Skateboard ist und im Endeffekt ist es das ja. Wenn ich jetzt zurückgucke auf diese Wand hier, hat es ja schon was Komisches, ne? Weil man natürlich seit dem ersten Brett, das 81 glaube ich rauskam, 82, ich weiß es gar nicht mehr so ganz genau, bis jetzt, das ist ja auch schon lange und 30 Jahre Skateboard fahren ist auch schon lange und sowas dokumentiert sich auf erschreckende Weise natürlich hier an der Wand. Also jeder von euch, der alle Bretter, die er je gefahren hat, noch hätte und die in eine Reihe legen würde, würde das auch merken. Ah, guck mal, da habe ich den kennengelernt, da habe ich mit der Schluss gemacht, da habe ich mit dem skaten gegangen. Also das ist schon eine lustige Geschichte, wenn man so eine Ausstellung aufbaut. Für euch sicherlich interessant, einfach auch aus grafisch-künstlerischem Aspekt sehe ich auch genau so. Vom allerersten selbstgemalten bis zum ganz neuen, nur erstmal fürs Museum produzierten und demnächst auch in Serie erhältlichen Brett. Interessante Sache. Viel Spaß damit. Die auch noch? Und wer kommentiert sie doch noch? Ich dachte, dass wir vielleicht die Vitrine nochmal durchgehen. Aber das ist, ja, können wir kurz rübergehen. Und dann sollen wir die machen oder sollen wir die Vitrine und dann in dem Schuh gehen? Ja, genau. Von wegen 10 Minuten, eine halbe Stunde. Ja, ja. Ja, das ist cool. Ja, nur, wenn der Kraft noch ins Reden kommt. So, hier ist die berühmte Vitrine. Und die Vitrine fängt halt hier vorne an. Lustigerweise mit einem Foto von meinem Vater. Ich mag meinen Vater sehr, sehr gerne. Mein Vater hatte ein Riesenproblem damit, dass ich Skateboard fahre. Er fand es, glaube ich, nicht so cool. Er hätte es ein bisschen besser gefunden. Ich hätte die Firma übernommen, aber ich mag ihn echt sehr. Meine Eltern sind da, ich als Kind auf dem Fahrrad, die Schulklasse. Ich finde gerade das Schulklassenfoto, das hat was, weil Schule und Klasse und die Leute und der Erfolgsdruck und der Druck unter den Leuten. Ich bin auf dem Foto eigentlich noch ganz normal aussehend. Das Interessante an dem Foto ist, wenn du da mal hingehst, der gelbe Kragen, den man da sieht, ist von einem Independent-T-Shirt, was auch Julian Peters so in einer Werbung getragen hat. Also wenn ich das noch hätte, das wäre mir was wert. Das ist ein gelbes T-Shirt mit V-Ausschnitt und Kragen, kleines Täschchen und auf der Seite steht nur Independent. Und hier vorne ist das Independent-Logo. Hammer. Wo auch immer es geblieben ist, Mama, hol es mir wieder. Das ist irgendwo auf dem Müll. Aber unter dem Pulli sozusagen schon Skater, die ganze Klasse, alle nur Fußball und Volleyball interessiert. Und ich wusste schon irgendwie, habe Kontakt zu England gehabt, habe meine Sachen über England bestellt, Kontakt mit Amerika, war schon Bones Brigade Mitglied, wie man später auf einem kleinen Ausweis sehen kann. Also schon interessant. Trotzdem, ganz früher habe ich, wie man hier sieht, Marionetten gebaut. Und ich habe das wirklich, also ich hatte mit meinem Cousin, der in der Mitte zu sehen ist, mit dem ich im Übrigen, der Herr in der Mitte ist derjenige, mit dem ich für mich zusammen das Skateboard erfunden habe. Also wir haben sehr viel getüftelt, wir haben Modellbau betrieben, Fußball gemacht, Catcar gefahren, uns Fahrräder aufgemotzt, man sagt heutzutage gepimpt, wir haben gemotzt gesagt. Und mit diesem jungen Mann habe ich irgendwann mal einen Rollschuh unter einen Kochtopfdeckel mit Tesa geklebt und dann sind wir zuerst im Sitzen im Berg runter. Später ist der Rollschuh auseinandergeflogen, wir haben die beiden Teile dann unter ein Holzbrett genagelt und sind dann im Stehen, oben drauf Teppich auch genagelt, und sind im Stehen im Berg runter und er ist auch so 2 Jahre dabei geblieben. Ist auch auf dem anderen Foto, was ich euch noch zeige, auch noch im Hintergrund zu sehen.
Und, aber ich habe früher auch mit ihm Marionetten gebaut. Richtig selbst gebaut, ganz aufwendige Sachen, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ja. Am Anfang, der hier ist hier ein bisschen unwichtig, auf jeden Fall sehr viel immer Skateboard gefahren, sehr viel Freestyle und so weiter. Und, aber relativ schnell auch Interesse an Rampen gehabt. Man sieht das hier auf diesem Band Calypso Alu Double Kick, was mit dem Tracker-Aufkleber versehen ist und mittlerweile ACS-Achsen und was sind das für Rollen? Ich weiß es nicht. Irgendwas Schönes auf so einer Schräge da. Da merkt man schon, da ging es relativ früh auch ins Rampefahren. Da gibt es schon Fotos von mir auf Halfpipe mit Invert und so weiter. Das hier ist unsere allererste Rampe, die damals Sport Schöppner in Gütersloh uns finanziert hat. Ja, hier geht's weiter, verschiedene Stationen im Summercamp. Man war ja ein lustiger Kerl, man hatte ja lustige Frisuren und so weiter. Später Trainer im Summercamp, auch das hier mit T-Shirt dokumentiert, hier auf der Summercamp-Rampe. Hier schon die erste Bones-Werbung, ich bin damals schon für Bones gefahren, vorher noch für Tracker, aber ab dem Moment, wo ich für Bones gefahren bin, auch für Indie. Hier ist so ein, das Brett, was hier durchgebrochen ist, liegt eigentlich stellvertretend, weil dieses spezielle Brett ist jedem durchgebrochen. Also ich bin eigentlich, glaube ich, der Einzige, der noch ein heiles hat, die waren einfach sehr schlecht gefertigt. Ich habe ja früher das Monster Skateboard Magazin erfunden. Mein Spitzname war früher Münster Monster und das wird oftmals von verschiedenen Protagonisten in diesem Sport auch etwas, ich sag mal, unterschlagen. Die Polizei weiß, dass Täter, immer wenn sie so und so oft ihre Unwahrheit erzählt haben, auch die Unwahrheit glauben. Das Monster Magazin hieß früher Münster Monster Magazin und der Monster Mastership hieß früher Münster Monster Mastership. Mein Spitzname war Münster Monster 1 und 1 ist 2. Zählt euch das zusammen, von wem die Ideen stammen. Ich wollte vom Monster Magazin mal was anderes machen. Ich habe dieses wunderschöne Magazin Death Zone Devoted to Radicalness rausgebracht. Auf dem ersten Cover ist direkt Tony Alva, wie er in meiner Rampe fährt. War natürlich toll. Daneben auch nochmal ein Foto von ihm. Später gab es eine zweite Ausgabe, die hier jetzt erstmal nur von hinten zu sehen ist in der Vitrine. Beziehungsweise, Entschuldigung, das ist die erste Ausgabe. Das ist die zweite. Zu meiner Zeit in der Werbeagentur, wo ich mal ein Praktikum gemacht habe, habe ich dieses Magazin gemacht. Das bot sich an, ich konnte alle Mittel dort nutzen. Das Monster-Magazin habe ich damals im Kinderzimmer so ausgeschnitten und hier hatte ich, also so mit Prittschrift, und hier hatte ich ein bisschen Gelegenheit, etwas professioneller zu arbeiten. Naja, ihr seht hier eine Vergrößerung von meinem Bones-Brigade-Ausweis von 81. Ich habe damals extra nach Amerika hingeschickt, habe ein T-Shirt zurückgekriegt mit einer Bombe auf dem Ärmel. So wie man das damals so trug, ist auch leider weg. Und viel später, was ich interessant finde, fahre ich dann selber für Paul und bin mit in der Werbung drin. Also schon interessant. Ja. Gut, gehen wir in diese Vitrine. Also ganz kurz zu den Vitrinen grundsätzlich. Ist klar, wir müssen hier viele Sachen weglassen. Es gab unzählig viel mehr Werbung oder Coverfotos oder Interviews, auch international, ohne Ende. Aber es ist ein lustiger Querschnitt von dem, was noch so gefunden wurde und so weiter. Hier der Original Bones Brigade Ausweis. Hier bin ich sehr stolz drauf. Thrasher Cover. Ich habe damals mit Shane Rouse zusammen eine Tour durch die Tschechoslowakei gemacht. Damals hieß das noch Tschechoslowakei, heute darf man das ja nicht sagen. Soll man auch nicht, um Himmels Willen. Und das war in mehreren Magazinen, unter anderem auf dem Thrasher Cover. Bin ich auf eine Art, finde ich das echt super. Monster Magazin Cover. Es gibt verschiedene lustige Fotos hier in der Stuttgart-Rampe, noch neben der Martin-Schleyer-Halle. Mittlerweile steht da ein Fußballstadion. Da hinten ist der Münsterpool. Ich bin in Berlin mal dieses Kunstwerk runtergefahren, was relativ atemberaubend war. Es gibt verschiedene Cover. Das Transworld Skateboarding hat da ein Interview mit mir im Heft groß angelegt. Fand ich auch sehr schön. Mein lilafarbener Helm, für den man von Santa Cruz immer lustig kritisiert wurde. Es gibt ja den Spruch, you can't wear purple helmets and be on Santa Cruz. Fand ich lustig. Das Beat Wheels oder in dem Fall Wheels of Fire Video, zu dem 8 Days damals den kompletten Soundtrack gemacht hat, gab es später noch weitere Videos, in denen man drin war. Aufkleber, man sieht das hier, Titus Schuh-Werbung, es gab da mal einen Versuch, Titus Schuhe rauszubringen. Verschiedene Santa Cruz-Werbungen, wir waren eben schon bei dem Thema mit den Männchen. Lustiges Foto, in Gütersloh gab es einen Ditch, also den man sehr gut fahren konnte, hier Matthias Bauer, Jeff Hedges und ich im Ditch. Leider ist das Ding mittlerweile zugeschüttet. Wiederum verschiedene Werbungen von Santa Cruz,